Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden über die Notwendigkeit der Verkehrswende. Wir reden über die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Und ich denke, es sollte ja Einigkeit bestehen bei den allermeisten, zumindest in diesem Haus, dass dabei die Straßenbahn ein wichtiges Verkehrsmittel ist und eine wichtige Möglichkeit ist, eben die Verkehrswende auch umzusetzen. Und wir reden hier über einen Antrag, über einen Änderungsantrag zum Mobilitätsfördergesetz, bei dem man eigentlich in der Sache ja kaum streiten kann, wie man meinen sollte. Es ist ja sogar die FDP hat ja heute gesagt, sie steht zur Straßenbahn. Das finde ich super zu hören. Finde ich auch gerade mit Blick auf die Debatte in Wiesbaden, finde ich das wirklich gut, dass die FDP hier im Landtag klar macht, wir stehen zur Straßenbahn und deswegen hoffentlich auch ihren sinnlosen Widerstand gegen die Straßenbahn in Wiesbaden aufgibt. Also von daher sind wir uns ja hier offensichtlich weitgehend einig, bis auf die verkehrspolitischen Verwirrungen und Verirrungen der AfD. Ich will an der Stelle nur sagen, ich wohne übrigens an einer stark befahrenen Straße, wo auch eine Straßenbahn fährt. Vom Geräuschpegel ist die Straßenbahn das geringste Problem an dieser stark befahrenen Straße, will ich nur mal sagen, ganz persönlich. Wir diskutieren heute ähnlich wie bei der Debatte um die theoretischen urbanen Seilbahnen in Hessen, diskutieren wir heute über die Förderfähigkeit um die Anschaffung von Straßenbahnen in Hessen. Ich will nur daran erinnern, in der damaligen Debatte, damals auf Antrag der FDP, wurde ja auch seitens der Koalitionsfraktionen gesagt, diese Änderung sei vollkommen unnötig, man bräuchte sie nicht. Ich fand es gut und sinnvoll, dass man am Ende durch die Anhörung dann auch gesagt hat, wir schreiben es ins Gesetz. Und deshalb kann man doch eigentlich kaum dagegen sein, dass eine Kommune gefördert werden sollte, wenn sie notwendigerweise ihren Fahrzeugpark erneuert. Wenn Elektrobusse oder sogar Elektro-Pkw nach dem bisherigen Wortlaut gefördert werden können, ist doch nur schwer vermittelbar, warum Elektrobusse auf Schienen, was ja Straßenbahnen sind, nicht gefördert werden sollen. Und Straßenbahnen sind sicher nicht immer, aber sie sind stellenweise das beste Verkehrsmittel. Und es muss ja nicht bei drei Städten bleiben, die Straßenbahnen haben. Wir diskutieren über Wiesbaden. Und es gibt ja viele Städte in Deutschland, die den Fehler nicht gemacht haben, ihr Straßenbahnnetz stillzulegen. Vielleicht müssen wir auch darüber diskutieren, wo und an welchen Stellen auch neue Straßenbahnen eben sinnvoll sind. Und wer Straßenbahnnetze ausbauen will, braucht mehr Fahrzeuge. Denn dann können elektrisch betriebene Fahrzeuge Dieselbusse ersetzen. Und das ist sinnvoll und wünschenswert. Und das Mobilitätsfördergesetz im gleichen Zug um 20 Millionen €, also um 20% der bisherigen Summe aufzustocken, wie es der SPD-Antrag vorsieht, muss ich sagen, finde ich eigentlich fast den noch wichtigeren Teil Ihres Änderungsantrags, Herr Kollege Eckert. Weil das berührt ja das Grundproblem. Das Mobilitätsfördergesetz ist ja bereits überzeichnet. Für alles, was es leisten soll, reicht ja die Summe kaum. Wir reden hier über Fördermittel für Verkehrsinvestitionen in Höhe von bisher 100 Millionen € im Jahr. In der Folge der Föderalismusreform mittlerweile aus den Umsatzsteuereinnahmen vom Bund, die vom Land weiterverteilt werden. Deswegen reden wir ja jetzt über Landesmittel, die aber eins zu eins die eben weggefallenen Bundesmittel ersetzen. Und diese 100 Millionen € sind ja schon knapp genug, muss man sagen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass z.B. die laufende Verlängerung der U5 ins Europaviertel nach aktuellem Stand etwa 400 Millionen € kosten wird. Also nur um mal ja, aber nur mal, ich wollte eine Dimension deutlich machen, wie das 100 Millionen € natürlich im Verkehrsbereich eine nicht allzu hohe Summe ist. Da sind wir uns ja auch sicher einig. Und von den 100 Millionen € sollen ja auch noch 50% für die Investitionen in den Straßenverkehr fließen. So hat es die schwarz-grüne Landesregierung, die schwarz-grüne Mehrheit letztes Jahr beschlossen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, es wäre ein wirklich mutiger Schritt gewesen, dem ÖPNV-Ausbau hier einen klaren Vorrang bei der Mittelvergabe auszuräumen und das nicht 50-50 zu machen und zu sagen, gleich viel in die Straßen und in den ÖPNV. Notwendig ist eine echte Verkehrswende, und in den letzten 20 bis 30 Jahren stagniert die Verkehrsinfrastruktur weitgehend. Und deshalb wäre es eben jetzt besonders wichtig, den Bau und Ausbau kommunaler Infrastruktur, Bahninfrastruktur zu fördern, die für die Kommunen sonst nicht ohne Weiteres stemmbar wäre. Also, es gibt viele dringend
notwendige Erweiterung der Stadtbahn in Frankfurt. Dazu gehört die Ginnheimer Kurve, die geplante Wiesbadener Stadtbahn, ich habe es schon angesprochen, die auch nicht bei einer Linie bleiben sollte. In Frankfurt wäre es dringend angebracht, wenigstens damit zu beginnen, die Tramhaltestellen in der Stadt auszubauen, damit endlich Doppeltraktionen gefahren werden können, wie es in den allermeisten Städten mit Straßenbahn selbstverständlich ist. Aber auch in anderen Gemeinden muss mehr in die ÖPNV-Infrastruktur investiert werden können, gerade auch auf dem Land. Darüber diskutieren wir. Und deshalb finde ich den Gesetzentwurf der SPD, der zum einen die Förderfähigkeit von Straßenbahnen vorsieht, das ist richtig und sinnvoll, und zum anderen mal eine wirklich, muss man ja sagen, relativ moderate Anhöhung der Mittel, moderate Erhöhung der Mittel fürs Mobilitätsfördergesetz vorsieht, nämlich um 20 Millionen Euro. Das finde ich, wie gesagt, fast noch das Wichtigere, weil die 100 Millionen Euro einfach nicht ausreichen. Deswegen finden wir das eine sinnvolle Initiative erstmal und warten wir mal die Anhörung ab, die ja dazu sicher stattfinden wird. Aber im Grundsatz begrüßen wir die Initiative der SPD, weil alles, was dazu beiträgt, die Verkehrswende voranzubringen, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen und den ÖPNV auszubauen, ist grundsätzlich eine begrüßenswerte Initiative. Vielen Dank.